Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zu Eran Shah. Ich wollte gerade eben nochmal sagen, es tut mir wirklich schrecklich leid, dass beim letzten Mal keine Folge gekommen ist, aber aufgrund der vielen, vielen Arbeit, die ansteht und ich nach wie vor mir aufgrund meiner Burnout-Situation immer wieder mal eine Pause gönnen muss, bin ich leider nicht dazu gekommen, Eran Shah weiterzuspielen. Aber jetzt machen wir es, meine lieben Freunde, jetzt machen wir es. Und wir sind gerade eben dabei, hier noch diverseste Dinge zu tun. Jede Menge Kernprovinzen, wie ihr es hier gerade eben sehen könnt, werden von uns jetzt hier gerade eben noch erstellt. Denn wir haben beim letzten Mal nochmal ganz, ganz krass hier gewütet, um hier noch voranzukommen. Oh, und ich kann hier weitere Provinzen nun konvertieren. Das ist doch wunderbar hier mit unserem zoroastrischen Glauben. Wir haben auch schon wieder einen Haufen Geld. Ja, also, was heißt ein Haufen Geld? Wir haben immer einen Haufen Geld. So viel Geld, wie wir machen, das ist schon nicht mehr lustig, ich sag's euch. Was ich aber auch gucken möchte, ist, dass wir vielleicht noch ein paar Gerichte erstellen, wenn es irgendwo sinnvoll ist. Hier zum Beispiel gerade eben die 7 war nicht schlecht oder eine weitere Werkstatt. Ja doch, wir haben noch mal mindestens 3 Orte, wo man nochmal eine Werkstatt erstellen kann. Dann nochmal ein normaler Tempel. Oder wisst ihr was? Ich gucke gleich mal schon mal direkt auf einen normalen großen Feuertempel. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Gibt es hier noch kleine? Ne, die kleinen gibt es dann hier auch nicht mehr. Das ist ganz großartig. Handelsdepots. Da könnte man auch noch den hier nochmal machen. Ne, also ihr seht, das Geld geht schnell weg, aber es kommt auch schnell wieder rein. Regimentscamps brauche ich gerade eben nicht. Ich will gerade eben mal gucken, wie es um unsere Soldaten per se bestellt ist hier gerade eben. Wir könnten theoretisch nochmal eine weitere Armee aufstellen. Wir könnten das. Aber möchte ich das? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So, nach wie vor haben wir noch eine Agenda, hier einen großen Feuertempel zu erschaffen. Wird schwierig. Sagen wir, wie es ist. Aufgrund der Entwicklung. Wir haben hier schon einen Regierungssitz, eine Sternenfestung, Handelsdepot, Gericht. Wir haben doch hier einen normalen Feuertempel. Warum kann ich das hier denn nicht upgraden, wenn ich mal so fragen darf? Dinge, die mir nicht so hundertprozentig einleuchten wollen. Ein Bürgerkrieg bei denen jetzt hier. Okay, warte, 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 warte. Ein großer Feuertempel in Tiflis. Dann machen wir das halt einfach so. Okay, ich muss hier tatsächlich anscheinend... Ich habe doch einen Slot frei gehabt. Ich verstehe es ehrlich gesagt gerade eben nicht, was jetzt hier gerade eben passiert ist. Okay, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich gerade eben etwas baue. Möglicherweise ist das so. Ich kann natürlich auch versuchen, hier die Infrastruktur hier auszubauen. Was natürlich auch noch eine Idee wäre. Denn ich habe sowieso viel zu viel administrative Macht hier am Start. Wie ihr sehen könnt. Gebäudeanzahl erhöhen. Ja, okay. Ich glaube, ich muss einfach nur warten, Freunde. Und ich werde das hier einfach mal beschleunigen. Denn Manpower haben wir auch genug. Die regeneriert sich sehr schnell bei uns. So, jetzt hat sich das hier erledigt. Genau, jetzt kann ich auch Dinge bauen. Also, wir bauen jetzt hier diesen großen Feuertempel. Hat sich jetzt hier für uns gerade eben schon wieder ein Wohlgefallen aufgelöst. Wir müssen natürlich auch noch gucken. Hier gibt es immer noch ein paar böse, böse Nationalisten, die auf komische Ideen kommen könnten. Ich muss bloß gucken, wo. Da hinten. Aber da haben wir Truppen am Start. Und zwar genügend. Wir haben genügend Truppen am Start. Ich bin auch immer überlegen, ob ich jetzt demnächst mal die Armeen alle auf 40 hochbringen möchte. Oh, und da geht's schon los. Da ist auf jeden Fall schon mal jetzt hier mein hochstufiger Naturwissenschaftler gestorben. Und da hinten ist die Revolte. Ach, die wird hier schon gerade eben weggefegt. Wo war die andere? Ich habe sie dummerweise weggeklickt. Da oben ist die andere. Dann mein... Ach, manchmal bin ich auch einfach mit meiner Zeit voraus. Der Vergangenheitsmörb hat hier schon Vorkehrungen getroffen. So, meine militärische Macht ist voll. Ich kann nicht mehr speichern. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Schauen wir allerdings jetzt hier erstmal nochmal, ne? Was machen wir jetzt hier erstmal nochmal mit dem administrativen Fuzzi?
Kosten für Macht, Inflation, Missionsstärke. Ich bin schon ein Fan von Prestige. Ich bin sogar sehr ein Fan von Prestige. Ja, komm, wir nehmen so einen Prestige-Heini. Das machen wir halt nicht mehr ganz so viel. Und jetzt muss ich gucken, was ich mit der Millie machen soll. Dann müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir im Jahr Februar 62, das ist in einem Dreivierteljahr, können wir wieder den Ottos den Krieg erklären. Und dann hoffentlich jetzt hier den nächsten Schritt in Richtung Missionsbaumerfüllung erledigen. Aber erst muss das hier alles gekort sein, ich sag's euch. Okay. Unsere Vasallen hier. Muss ich gerade mal gucken. Hier, Trapezunt, wo befindest du dich denn eigentlich nochmal? Trapezunt? Wir werden demnächst anfangen, die hier mal zu integrieren. Annektieren erst bei 190. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Tja, aber meine... Hier annektiere ich gerade eben schon mal einen. Hier verbessere ich gerade eben schon Beziehungen. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? So. Dum, 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 dum. 238 machen wir immer noch plus. Wir haben immer noch hier... jede Menge Inflation, die ich jetzt hier gerade eben mal bekämpfen möchte. Ich meine, es war jetzt noch nicht so übertrieben viel, ne? Was kostest du? Du kostest 1.354. Das heißt, ich muss erstmal irgendwie was mit meiner Millimacht machen. Okay, halten wir jetzt erstmal ganz, ganz kurz mal die Augen offen hier. Hier kostet es schon 99, das ist absolut absurd. 40 ist leider auch noch relativ teuer. Es gibt auch sicherlich Orte, wo wir noch relativ günstig. 36, 32, oh, 25, jawohl. 22, jetzt reden wir langsam aber sicher mal Klartext, Freunde. Also, hier kostet es nur 22. Dann lasst uns doch mal gerade eben... Es ist eine Weile her, dass ich das Spiel hier gespielt habe. Ich muss gerade eben mal gucken, wie komme ich in dieses Menü rein. Es ist wirklich leider so peinlich. Das hier wollte ich gucken, genau. Entschuldigung. Dann haben wir hier die Entwicklungskosten reduzieren. Genau, das kostet uns zwar Geld, aber wir können jetzt hier mit nur 18 Punkten das hier nach oben treiben. Und ich bin ein Fan davon, das so zu machen. So, nochmal. Wer kennt nicht die Metropole Mandalenge? 26 sind wir jetzt hier. Hier sind es 32, 31, 20. Dann machen wir dasselbe hier auch noch. Genau, und hier auch nochmal auf die 5. Dann können wir hier auf die 10 hochgehen. Dann kostet das jetzt noch 31. Dann sind wir noch bei 32, 36. 30, 31. Es sind immer noch 26. Ich sag's euch, das ist an und für sich ziemlich geil. 1, 2 und 1, 2. Immer noch 31. Aber das ist absolut in Ordnung. Das hat jetzt natürlich auch nochmal unsere Manpower gehörig nach oben geschoben. Auf jeden Fall hat das Ding jetzt ja schon eine 19er Entwicklung. Lass es eine 20er sein. Ich mag diese runden Zahlen. So, auch hier gehen wir mal auf einen 20er hoch. So. Oh, ich bin schon auf 22. Ups. Aber jetzt sind wir wieder hier auf der sicheren Seite, ne? Jetzt muss ich hier erstmal nichts mehr tun. Und es hat sich hier garantiert einiges getan. Hier haben wir die Schlacht gewonnen. Das ist gut. Du marschierst hier immer noch drauf. Okay, das hier sieht alles ganz, ganz brauchbar aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben wieder 1700 irgendwas Geld. Kann ich noch ein Soldatenhaus machen? Okay, die Frage ist, brauche ich ein Soldatenhaus? Ich bin eigentlich eher an dem Punkt zu sagen, vielleicht ist nochmal eine geile Manufaktur. Oh ja. Möglich. Wir haben also nochmal ein paar Manufakturen möglich, die ich definitiv auch bauen möchte an dieser Stelle, ne? Wir können gar nicht zu viel Geld haben, behaupte ich jetzt mal kackendreist. So, und nach wie vor bauen wir das Ding. Ich muss auch irgendwann mal noch diese Leute hier alle davon überzeugen, dass ihre Zeit vorbei ist. Hier, diplomatische Beziehungen plus 2, das muss ich wegmachen, sobald ich die Dingens weg habe. Loyalitätsgleichgewicht, militärische Macht, das ist halt immer noch sehr gut. Ich will halt immer noch die, die Dingens bekommen. Den absoluten Absolutismus.
Qualitätsgleichgewicht. Kampfschaden Artillerie, Kosten Artillerie. Das kostet mich, warte mal, kostet mich das überhaupt? Das kostet mich Absolutismus. Das hier kostet mich keinen Absolutismus und das hier kostet mich Absolutismus. Ja, dann sind wir uns halt einfach an dem Punkt, dass ich irgendwann mal halt auch mal was raushauen muss, um den Absolutismus wieder zu verbessern, ne? So ist es halt einfach. Hier habe ich noch den Einfluss von Kaufleute, förderte Perserteppiche. Loyalitätsgleichgewicht für Kaufleute, die schmeiße ich jetzt auch raus. Wobei, warte mal, ist das Absolutismus? Nein, es betrifft nicht den Absolutismus, deswegen kann ich das auch sein lassen. Hier, das ist noch Absolutismus, ne? Jetzt haben wir ein Absolutismus-Maximum von 88. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es auf die 100. 90 militärische Macht. Oh, das kann ich auch nochmal benutzen an dieser Stelle. Hat meine Legitimität nochmal gepusht und auch meinen Absolutismus an dieser Stelle vorangetrieben. Mehr Absolutismus, bitte, Freunde. Mehr Absolutismus. Und jetzt geht's hier rund. Oh mein Gott, Freunde. Hier ist wieder eine Rebellion. Tja, wer läuft jetzt dahin? Du hast schon lange nichts mehr getan. Als allererstes hier natürlich Staaten bilden. Und jetzt kann ich hier direkt ein Handelszentrum verbessern. Macht Sinn. Dann machen wir noch mehr Geld. Dann möchte ich hier sofort wieder mehr konvertieren. Weitere neue nationale Entscheidungen sind nicht dazu. Oh, warte mal, Staat der Eroberer. Verliert 500 Ehrenschar erhält Staat der Eroberer bis zum August 1681. Kosten für Kernprovinzen werden um 10% reduziert. Kriegspunktkosten ebenso. Allerdings diplomatische Macht pro Monat minus 200 und Regierungsreformwachstum minus 200%. Das werden wir uns demnächst mal näher anschauen, sobald wir jetzt hier gegen die Ottos zu Felde ziehen. Allerdings dauert das noch ein bisschen. Das könnte sich lohnen hier. Also ich werde das erklären, bevor ich den Krieg mit den Ottos erkläre. Denn wir haben ja noch ein oder zwei Dinge, die ich ihnen definitiv abluchsen muss. Und möchte. So, immer noch 247. Oh, jetzt kommt ja gleich die nächste Welle. Die nächste Welle an riesigen Truppengedöns. Da kommen die Kernprovinzen rein, Freunde. Da kommen sie rein, da kommen sie rein. Nächste Staaten werden gegründet. Und da war die große Welle. Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich eine Menge Staaten. Jetzt muss ich aber auch gleich mal erstmal wieder überwachen. Oh, ist nochmal ein Handelszentrum. Wie viele ich überhaupt noch unterhalten kann. Wir sind mal wieder hart an der Grenze, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind hart an der Grenze. Oh Gott, wie soll ich das jetzt noch machen? Ja gut, ich habe schon eine Idee. Gerichte. Wenigstens ein bisschen. Ganz im Ernst, es kommt inzwischen jetzt wirklich auf alles an. Inzwischen... Kleinvieh macht auch Mist, ne? Die alte Regel. Es ist die alte Regel, Kleinvieh macht auch Mist. Und noch eine Kernprovinz. Haben wir jetzt alle? Ne, immer noch nicht. Wir haben immer noch nicht alle. Okay, dann machen wir nochmal weiter. Oh, hier hat es nochmal einen Vierer. Das ist gut. Also ich mache das jetzt halt wirklich in jedem freaking Staat. Weil anders geht's ja wohl nicht. Jetzt bin ich bloß am Überlegen. Wir haben noch eine Konvertierung. Wir brauchen auch mehr Trübs. Damit wir nicht Trübsal blasen. Hahaha. Entschuldigung. Moment. Das... Oh, vertriebene Flüchtlinge aus Bareilly. Die anhaltenden Auswirkungen des Krieges plagen Eranschar weiterhin. Einige Gebiete wurden fast bis zur Unbewohnbarkeit verwüstet und Menschen wurden gezwungen, umherzuziehen, um unter den Bedingungen zu überleben. Manche Menschen haben Bareilly ganz verlassen und sind in benachbarte Provinzen niedergelassen, die etwas weniger von diesem Krieg gebeutelt wurden. Aha. Okay. Es gab also eine Nullnummer für uns. I accept it. So, wie sieht's aus? Wie weit ist hier der Bau vorangeschritten? Er ist schon sehr weit vorangeschritten. Noch eine Konvertierung. I love it.
Gibt eine Menge, was wir jetzt hier noch konvertieren können. Und wir machen hier mit diesem Dealio weiter. Dup, 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 dup. Ich habe da noch einiges in Einsparungspotenzial. Und noch eine Kernprovinz. Ausgezeichnet. So, der Waffenstillstand mit Mara ist beendet. Wir haben einen Kriegsgrund gegen das o Osmanische Reich erhalten. Das heißt jetzt, wir können jetzt wieder gegen die Ottos zu Felde ziehen, Freunde. Wir sollten das auch sehr, sehr bald tun. Was heißt sehr, sehr bald? Ich meine damit jetzt. Ich ziehe Truppen jetzt hier rüber. Wenigstens eine Truppe, ne? Und der Rest, den halten wir mal im Osten. Ich meine, was können die Ottos schon machen? Die haben ohnehin gerade eben Krieg gegen Venedig und können eigentlich nur weinen, wenn wir kommen. Das ist einfach ein fucking Fakt. Wir sind nicht mehr über die Grenze. Dann aktivieren, machen wir jetzt mal den Staat der Eroberer an. So, und damit. Oh Gott, ich brauche natürlich einen. Ich brauche ja einen Dingens, einen Kirchens. Gott, eben. Das Spiel übertreibt hier gerade eben in der Darstellung von den ganzen Gebäuden. Beziehungen verbessern. Wir sind hier gerade eben hier beschäftigt. Ich hole den hier mal gerade eben mal zurück. Ja, den hole ich hier gerade eben mal zurück. Damit ich jetzt gegen die Ottos einen Krieg erklären kann. Das wird ihnen nicht gefallen, aber sie haben damit zu leben. Also, wir werden Krieg erklären. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken, in welchen Staat es denn hier gehen kann. Dara? Nee, eigentlich möchte ich gucken, dass es um Konya oder sowas geht. Wenn ich es finde, wenn ich es finde, wenn ich es finde. Da, Konya. Polen und Spanien würden mitmachen. Wer bin ich, bei sowas Nein zu sagen? So, liebe Ottos, jetzt geht's euch mal wieder ans Fell. Hier haben wir jetzt hier unsere kleine Flotte. Ich muss mal gerade eben nochmal gucken. Theoretisch gehen noch drei Schiffe rein. Wie groß ist eure Flotte? 63 Schiffe. Ich behaupte, dass unsere Flotte ihnen gewachsen sein dürfte. So, dann möchte ich nämlich direkt hier hinsegeln und ihnen hier die Butter vom Brot stehlen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann gehen wir hier rein mit den Truppen. Du marschierst hier rein. Und der eine kommt ja jetzt hier schon rüber. Den hier bewegen wir auch hier rüber. Und dann sehen wir mal weiter. Dann sehen wir mal weiter und tun ihnen weh. Den hier kriege ich sogar noch. Der ist nicht ganz knusper. Oh, ich habe die Standesagenda in diesem Moment abgeschlossen. Geil. Tiflis bekommt nochmal eine weitere Entwicklung. Dann, Freunde, machen wir hier noch weiter. 1, 2, 3. Ne, das ist halt etwas, was man tun muss. So, Eran Shah hat jetzt schon das hier besetzt. Dann würde ich sagen, du gehst jetzt hier direkt auf diese Festung drauf. Oh, warte mal, wir können hier wieder was machen. Kostenrivalen wechseln. Das brauche ich eh nicht. Okay, gut. So viel zu dem Thema Prachtpunkte. Und Eran Shah hat hier auch schon wieder was besetzt. Also wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, dass wir ganz Anatolien hier holen. Dazu gehören irgendwie diese Länder rein. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass die Ottos da nicht mehr existent sind. War da nicht eine Festung? Anscheinend nicht. Zumindest keine, die nachhaltig genug gewesen wäre. So, dann gehst du noch hier hin. Wir bauen derweil das hier weiter, solange das Geld reicht. Wir werden ein Rechtsstaat werden, wenn wir so weitermachen. So, okay, dann gehst du noch hier runter. Gut, 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 gut. Dann, ja, hier runter. Und dann haben wir hier alles, was wir dafür brauchen. Oha, oha, oha. Dinge
mit denen wir gerechnet haben. So, dann gehst. Ja, holst. Warte mal, wir müssen uns ganz, ganz dringend die Dinger da oben holen, ne? So, ihr seht, ne, meine Flotte blockiert jetzt hier sehr, sehr erfolgreich das hier. Ich will natürlich noch weitere Schiffe haben. Hol noch mal die letzten drei, die ich mir theoretisch noch holen kann. Die Wüstensöhne wissen jetzt also, wie man Schiffe benutzt. Das ist, schrecklich für die Ottos und wahrscheinlich auch für viele andere. So, jetzt gehst du hier drauf. Da ist noch eine Festung. Die wollen wir haben. Es läuft, Leute, es läuft. So, derweil. Nee, ich will keine Titel verkaufen. Ich brauche nicht mehr Geld. An Geld mangelt es mir tatsächlich ausnahmsweise mal gar nicht. So, wie sieht es jetzt aus mit meinem vermaledeiten 31 von 89? Ich brauche erstmal mehr Legitimität, Leute. Weniger Legitimität. Kann ich mal ein Event bekommen, das mich Legitimität kostet, damit ich hier wieder die Regierung stärken kann? Dinge, von denen ich der Meinung bin, sie würden mir helfen in diesem Moment. Schadhafte Dinge, die mir helfen. Moment, hat er das gesagt? Ja, er meint es auch so. So. Wir haben eine weitere Konvertierung. Das ist gut. Dann konvertieren wir hier noch weiter. Ich würde mir wünschen, ich hätte noch einen weiteren Konvertierer. Aber davon haben wir leider nicht genügend. So, derweil. Oh, das ist wieder mit drei. Uiuiuiuiuiuiuiui. So. Wir werden gleich mal nach dem Krieg sehen, wie sich das jetzt hier für uns auszahlt. Aber ihr seht, ne, also. Oh, was ist da los? Yes! Ich kann wieder das hier machen. Geilo. Sehr schön. Wie viele habe ich jetzt eigentlich? Ich habe 97,9 Armeetradition. I love it. Was habe ich noch? Wir sind auf einem verdammt guten Weg bei der Armeeprofessionalität. Ach ja, es ist einfach nur so geil. Ich habe einen Kriegsgrund gegen Usbekistan erhalten. Und weitere Ansprüche. Okay. Was ist eigentlich mit dir? Dir muss ich irgendwann auch mal auf die Füße treten. Mewar. Die Reste von dir. Dieses Resteland. Hier machen wir auch nochmal. So. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Ich habe das Gefühl, dass die Ottos völlig überfordert sind. Kann man ihnen aber auch nicht verdenken, denn sie sind ja eigentlich bereits schon in einem anderen Krieg verwickelt, der ihnen wahrscheinlich alles abverlangt. Wisst ihr was? Nach Kybris muss ich auch noch umsiedeln. Das Problem ist bloß, ich habe keine Schiffe dafür. Na gut, ich kann aber auch mal über die Flottengrenze hinausgehen, ne? Sind wir mal ehrlich, das kann ich mal machen. Ich habe nämlich so viel Geld. Der Merchantman, bitte. Wir bauen jetzt mal jeweils zwei von euch hier, bis ich safe 10 habe. Das sind jetzt hier 8 Stück. Neun, zehn. Ja. Damit ich das hier noch belagern kann. Das wäre jetzt hier gerade eben so der Plan. Homs. Es wäre so schön, wenn die Ottos nicht mehr hier in Anatolien sind. Ganz im Ernst, das würde uns so weiterhelfen. Oh, warte mal, ich kann noch weitere Staaten schaffen. So, mal gucken. Hat sich inzwischen die Staatensituation verbessert? Slightly, aber noch nicht so richtig. Hier wird nämlich noch sehr, sehr viel gebaut. So, wir haben Homs besetzt. Dann würde ich sagen, kannst du hier schon runtermarschieren? Du kannst da schon runtermarschieren, genau. Einfach noch mehr Festungen besetzen. Dankeschön. So, eine weitere Konvertierung ist durch. Gibt es noch weitere Festungen hier in meinem Zugriffsbereich? Nein. Ich sage jetzt einfach mal, du darfst jetzt ja automatisch belagern. Währenddessen du nochmal weiter das hier machst und wir einen weiteren Start haben. Halleluja. So, wir bauen weiter hier diese Staatsgrenze hier ab, die wir haben. Und die Integrierung von Mewat ist abgeschlossen. Wenn ein kleineres Land seine Unabhängigkeit aufgibt, la-di-da-di-da, Integration ist ein langsamer Prozess. Okay, wir haben es geschafft. Einer ist geslookt. Das finde ich gut. Was immer noch dazu führt, dass ich jetzt nur noch einer drüber bin. Ich bin nur noch einer drüber.
So, warte mal, ich wollte aber noch die Beziehungen zu dem einen oder anderen verbessern. Und zwar zu Trabizund. Trabizund. Beziehungen verbessern, genau. Das ist schon mal der eine Schritt. Dann haben wir die Beziehungen zu dir demnächst hoch genug. Und nicht vergessen, das ja noch zu machen. So. Ich brauche immer noch Admin Tech 22. Meine Fresse, dauert das noch lang. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit der Militech? Militech? Ich bin gerade zu doof, das zu finden hier. Das kostet jetzt hier tatsächlich nur noch 1293. Ich kann es mal so bald leisten. Ich brauche immer noch 7100 Gold, die ich mir mal ansparen könnte. Aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So. Jetzt haben wir das hier besetzt. Ja, die gehen jetzt hier von alleine weiter. Noch eine weitere Konvertierung am Start. Go for it. Wenn wir das alles geschafft haben, Leute, können wir uns zurücklehnen. Ich werde nicht bei den Einsern das machen. Die Zweier sind die einzigen, die ich dafür jetzt hier in Betracht ziehe. Die Timuriden-Dynastie ist erschüttert. Oh nein. Es scheint ein Missverständnis bezüglich des Erbes der Urgroßmutter von Yone'ith dem Zweiten gegeben zu haben. Anscheinend war sie Tochter eines einfachen Bauern. Das ist aber dumm. Und es ist vor allem absolut absurd. Wir glauben nicht an solche Fake News. So, dann machen wir hier noch weiter. Okay, die Belagerung hier ist fast durch. Ihr seht schon, ne, wie jetzt hier die Ottos völlig überrannt werden. Oh ja, sie werden völlig überrannt. So, Moment. Eins, zwei, drei, vier. Drei Stück muss ich dann noch setzen. Drei Stück. So, dann. Ja, die sind jetzt hier ordentlich dabei, die Jungs, ne? Sag mal, gibt es eigentlich noch irgendwelche Freunde, die haben? Ja, die haben noch was wie Mara, Oman. Dinge, über die wir uns später Gedanken machen. Der Oman. Was ist eigentlich mit dir? Was ist dein Bündnis mit Yas? Und das ist Hormus. Hormus hat einen Krieg mit mir. Möglicherweise möchte ich darüber mal gesprochen haben. Hier ist eine frühe Fregatte. Hier hat's. Ach, da sind meine Bricks. Ja, das sind die Bricks von der Seite. Ich bin der Meinung, wir holen uns jetzt auch mal Hormus. Das wollten wir uns schon lange mal holen. Es wäre hilfreich, es zu haben. Es ist hilfreicher, es zu haben, als es nicht zu haben. So, warte mal. Jetzt habe ich die Kohle. Jetzt kann ich meinen großen Masterplan hier endlich abschließen. Meine Fresse. Ja, wobei die 1 könnte man auch noch. Wenn wir absolut zu viel Geld haben. Und nicht mehr wissen, wohin damit. So sehe ich das. Oh, warte mal, Mulan. Ich hab. Warte mal, Mulan. Mulan kann nun TO. Ihr könnt nicht annektieren bitten, wenn ihr euch im Krieg. Ja, dann warte ich halt bis nach dem Krieg. Dann annektiere ich euch beide gemeinsam. So einfach ist das. Sag mal, kriegt ihr das heute noch hin? Manchmal muss man einfach auf den Tisch hauen. Das ist jetzt auch besetzt. Ja, ihr macht euer Ding schon. Moment, Moment. Kann ich gerade eben nochmal gucken? Oh, der macht 39 Gold. Also 0,39 Gold. Das ist schon sehr, sehr nice. Werkstätten könnten wir später auch nochmal welche, sofern wir das Geld haben. Wir werden das Geld sowas von haben. Har, har, har. Denn wir machen demnächst 300 Gold plus. So, jetzt haben wir das hier besetzt. Moment, Moment, Moment. Also 13, 12, 11. Genau. Jedes bisschen hilft. Schafft ihr das jetzt hier endlich? Jawohl. Finally. Dann gehst du noch da drüben hin. Das Problem ist bloß, die Ottos sind noch erst bei 46%. Was ich belastend finde, wenn ich euch mal einweihe in meine Gedankenwelt. Oh. Oh. Ich kann noch mehr den Handel kontrollieren. Hau rein. Wie sieht's hier aus? Ja, wir haben jetzt hier Kurdus besetzt, das hier besetzt, das ist alles ganz toll.
Eine weitere Konvertierung ist abgeschlossen. Wir besetzen gerade eben jetzt hier Hormus an dieser Stelle. Dann konvertieren wir euch hier noch. Ja, von Hormus wird nicht sehr viel übrig bleiben nach diesem Krieg. Dann muss ich irgendwie noch auf die da draufhauen, da unten. So, Moment. Ich habe immer noch 300 irgendwas Gold. Ja, eins. Die sind relativ teuer, diese Dinger hier, um den Handel zu kontrollieren. Relativ teuer. So, nochmal einen bauen. Und nochmal einen bauen. Alles über 3 wird gemacht. Ist einfach nur so eine Faustformel, wie gesagt, von mir. Ach, was ist mit dem da? Und den lasse ich aber mal da so stehen. Vielleicht mache ich daraus noch meine eigene Armee. Könnte ja sein, dass sich das rechnet. Okay. Und wieder eine Konvertierung. Ist auf einem verdammt guten Weg jetzt hier gerade in diesem Krieg. Aber, Leute. Ich sehe, dass Regen Fruchtbarkeit bringt. Nein, Spaß beiseite. Ich sehe, dass wir über die Zeit sind. Und damit sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Oh, das sieht ganz schlecht aus für die Jungs. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.